Milwaukee-Neuheiten 2024. Leute, ich bin extra für euch nach Schweden gereist, geflogen, um uns heute mal zu zeigen, was Milwaukee in diesem Jahr alles rausbringt. Und ich verspreche euch, das wird spannend, weil es gibt jede Menge geilen Scheiß. Also nicht lang schnacken, los geht's. So, hier haben wir PV-Module. Und da hat man sich was Interessantes ausgedacht. Und zwar zeigt Milwaukee hier einen Drehschlagschrauber, der über einen Anlernmodus sich auf ein Drehmoment programmieren lässt, was so im Bereich 10-15% Toleranz liegen soll. Aber das wäre eine Anwendung hier für PV-Module, wenn man die montiert, dass man da in einem Bereich ist und die Schrauben nicht abreißt, nicht überdreht. Man hat aber in Aussicht gestellt, dass man an der Technik weiterarbeitet und die Genauigkeit vielleicht auch noch besser hinbekommt. Finde ich auf jeden Fall interessant, denn normalerweise ist das ja bisher nicht möglich, dass du über eine App dann wirklich das Zieldrehmoment definieren kannst. Wenn euch dieser Kollege interessiert, ich verlinke mal gerade die Playlist mit den Drehmomentwerkzeugen, weil gerade der Proxxon MC200 hat ja ein bisschen für Aufsehen bei uns im Test gesorgt. Und da hatten wir einen Proxxon und der hatte eine krasse Abweichung von 20 Newtonmeter. So, jetzt haben wir hier das Thema Holzbearbeitung so ein bisschen und neuer Staubsauger von Milwaukee, nass trocken. Was auffällt ist, der ist so ein bisschen shiny hier, das Gehäuse. Das ist aber noch Vorserie. Der wird vom Design nachher genau so aussehen. Interessant. Ich habe auch hier 2x18 Volt und der bisherige Sauger hat schon echt Power, ist aber nur Staubklasse L, nicht Staubklasse M. Der hat aber dann die M-Klassifizierung und das ist Hybrid, denn du hast ja auch ein Kabel dran. Kannst also auch hier netzmäßig unterwegs sein, finde ich gar nicht verkehrt. Allerdings lädt der die Akkus nicht auf. Im Gegensatz zu dem hier, denn der hat auch ein Kabel und wenn du den Akku drin hast, wird der Akku hier aufgeladen. Hat der Staubsauger aber nicht, aber guckt mal hier, Milwaukee hat jede Menge Sachen im Zubehör. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Auch so ein bisschen abgefahrene Aufsätze, Vorsätze. Hier weiß ich noch nicht, was das genau für eine Funktion hat. Aber hier vorne sieht man was. Nämlich auch eigentlich eine ganz einfache Lösung. Saugt sich hier fest. Gucken, ob ich das hier aktivieren kann. Ja, es tut sich was. Ja. So, und jetzt bleibt er natürlich hier kleben und saugt direkt den Rohrstaub auf. Dann habe ich hier noch was gesehen. Auch eigentlich clever. Und zwar ist hier eine Magnetleiste. Und so der Klassiker, ich hätte jetzt hier ein paar Nägel, die dann vielleicht den Saugschlauch verstopfen. So, die werden jetzt hier schon mal abgetrennt. Und das Teil, ja auch eigentlich ganz simpel, einfach hier mit so einem Schlauch, wo man dann vielleicht noch durch so Öffnungen durch könnte oder so. Aber Milwaukee sagt, dass die ganzen Vorsätze auch kompatibel mit anderen Staubsaugerherstellern sind. Wobei ich öfter mal so in der Praxis erlebe, dass das nicht so passt und das finde ich dann manchmal ärgerlich. Ich hatte zum Beispiel neulich den M12 Winkelschleifer von Milwaukee. Den kleinen. Und da kam ich dann mit dem Milwaukee-Sauger irgendwie nicht zurecht. Musste da auch erstmal mit Panzerband was huschen. Aber das will man offensichtlich hier so ein bisschen angehen. Und er hat jetzt hier drei verschiedene Durchmesser. Und last but not least, das Teil haben wir euch schon mal gezeigt. M12 ist eine aktive Motordüse mit Knight Rider-Funktion hier mit dem Licht. Benutze ich sehr gerne beim Auto-Aussaugen. Und zwar mit dem kleinen M12 Packout-Sauger kannst du damit schon was reißen. Neue Oberfräse haben wir noch. Das Teil gibt es ja schon länger, aber jetzt gibt es eine Nummer größer mit 12 mm Aufnahme. Hier eine relativ massive Aufnahme dafür. Also wenn du ihn nicht nur als Kantentrimmer nutzen willst, zusätzlich noch eine Aufnahme für eine Führungsschiene. Milwaukee hat ja mittlerweile auch Führungsschienen im Programm, auch für die Kreissägen. Und das sind hier die 12 mm Fräser. Aber offensichtlich gibt es auch Spannzangenadapter für 6 und 8 mm. Und wenn man das Ding aber jetzt auch mal anguckt, das ist schon recht massiv. Macht einen guten Eindruck. Und hier mit zwei LEDs ist die Arbeitsfläche dann auch vermutlich gut beleuchtet. Dann lacht mich hier noch eine neue Handkreissäge an.
Man sieht auch hier, das Gehäuse ist noch Prototyp, das glänzt, das ist vom Finish noch nicht richtig. Sehr kompakt, hier schön gummiert. 57 mm Schnitttiefe, aber der Motor ist schon relativ groß. Hier ist jetzt mit einem 3er Akku dran, also ja, relativ handlich, aber leider keine Aufnahme für Führungsschienen. Und dann haben wir hier noch ein Rotary Tool. Und wie sagt man eigentlich dafür? Man sagt ja so Drehmühle dafür als Gattungsbegriff. Gibt es mittlerweile mit bürstenlosem Antrieb. Was mir auffällt, so Formfaktor, ganz interessant. Denn der liegt hier ganz gut in der Hand. Du hast aber hier für die Daumenführung oder für die Führung des Werkzeugs halt noch hier noch diese Verjüngung. Ja, finde ich gut. M12, könnte man drüber nachdenken. So, hier haben wir noch einen M12 Nagler. Sieht relativ üppig aus, aber wie gesagt, Akku relativ kompakt. Ich würde allerdings vermuten, dass man das Fenster jetzt nicht mehr so verbauen würde. So, noch eine Neuheit, Ventilatoren M18. Richtiger Wopper, guckt euch das mal an. Ist aber trotzdem nicht so schwer. 7,7 Kilo ohne Akku, funktioniert Hybrid. Das heißt, ich habe auch Möglichkeit, über 230 dran zu gehen. Oder eben mit M18 Akku. Laufzeit mit einem 5 Ampere Stunden Akku soll auf mittlerer Stufe 9 Stunden sein. Mit Volldampf sind es dann nur noch 2 Stunden mit dem 5er Akku. Ich könnte natürlich jetzt auch hier einen größeren Akku reinmachen. 12 Ampere Stunden wäre auch kein Problem, weil ich habe hier genug Platz noch. Ergo wären wir ja bei einem 12er Akku um die 5 Stunden bei Volllast oder tatsächlich über 20 Stunden bei mittlerer Stufe. Luftdurchsatz 6 Kubikmeter pro Minute bei Volllast. Tja, was auch immer du damit machen willst, ob du dir so ein bisschen kühle Brise zufächeln willst auf der Baustelle im Sommer oder vielleicht irgendwas trocknen musst, finde ich gut, gefällt mir und macht echt ordentlich Luft. So, Thema Baustellenradio, gibt es auch eine Neuheit. Erster Eindruck, gefällt mir gut. Kann ich euch natürlich jetzt von der Lautstärke schlecht zeigen, aber es macht relativ gut Alarm. Zwei Wegelautsprecher, offensichtlich hier mit Hochtönern. Wirkt recht kompakt. Ich könnte es jetzt auch mal auf den Boden schmeißen. Das gibt eine Anzeige. Ja, hat es auch überlebt. FM, UKW, Mittelwelle, DAB Plus. Hier so eine Flexantenne, kann auch nichts anbrennen. Soll halten 9 Stunden mit einem 5er Akku auf Vollstoff. Hier habe ich noch USB-Anschluss zum Laden. Ich weiß nicht, ob es auch zum Abspielen über USB taugen würde. Ist auf jeden Fall Bluetooth. Milwaukee gibt an 35 Meter Reichweite etwa. Ja, Bedienung, so wie man das auch von dem Packout-Radio so ein bisschen kennt. Was ich tatsächlich gut finde, ist einfach so dieser kompakte, relativ kubische Formfaktor. Ja, preislich habe ich mir sagen lassen, so gute 200 Euro soll das gute Stück kosten. So, hier haben wir auch nochmal eine Neuheit. Die lächeln mich hier so grün an. Das sind im Prinzip einfach Kopfhörer. Bei Apple würden die jetzt AirPods heißen. Bei Milwaukee heißen sie Jobsite Earbuds, haben ein aktives Noise Cancelling. Die werden hier in der Station geladen und ganz interessant, hier, das ist so ein bisschen rund und das liegt daran, dass hier so eine handelsübliche oder mehr oder weniger handelsübliche Batteriezelle, Akkuzelle genutzt wird von Milwaukee, die du direkt mit USB auch nochmal aufladen kannst. Und laut Milwaukee haben die Kollegen die Fähigkeit, hier über 82 dB rauszufiltern über das Noise Cancelling. Das Noise Cancelling bei diesen Ohrstöpseln ist natürlich immer auch passiv, weil es einfach auch den Gehörgang so ein bisschen verschließt. Aber hier soll auch noch ein aktives Noise Cancelling dabei sein. Und da wird es auch verschiedene Passstücke für geben, damit das Ding auch bequem sitzt für das entsprechende Öhrchen. Preislich ruft Milwaukee hier einen relativ stolzen Kurs auf. Man sagt mir über 200 Euro. Dafür müssen sie gut sein. Ich bin gespannt. Wir werden vielleicht mal demnächst testen. Ja, der Kollege hier zeigt, was man mit Packout noch so alles machen kann. Ich sag mal, wenn der Bursche hier auf der Baustelle steht, hast du keine Fragen mehr. Aber dann hast du auch alles beisammen. Angefangen vom Radio bis
Staubsauger. Es gibt ja sogar hier eine Sackkarre von Milwaukee. Die habe ich tatsächlich so noch gar nicht gesehen, aber macht einen schlanken Fuß. Es gibt jetzt als Neuheit jede Menge von diesen kleinen Packout-Koffern als Sortimentskästen, dann auch unterschiedliche Gewerke und unterschiedliche Größen. Hier beispielsweise mit Fräsern, Parbora, Bitsets. Und was ich gut finde, ist von oben Klarsicht. Das heißt, du kannst immer reinschauen. Ja, hier sieht man das nochmal. Diese Boxen kennt man ja eigentlich. Aber die sind jetzt so angepasst, dass das alles hier auch kompatibel ist mit den Packouts hier, mit dem Formfaktor. Ja. Hier ist eine Dichtung drin. Also auch Spritzwasser geschützt. Und von oben kannst du reingucken. Plus natürlich hier Packout-System. Kannst du auch als Zwischenlage benutzen. Ja, wie man hört, ist ein bisschen laut hier drumherum, aber hier wird eben auch Demo gemacht, ordentlich. Ja, hier jetzt mal Thema Fräser, aber eben in einem kleineren Formfaktor. Packout mit dem System, was man an die Wand machen kann, mit den Baseplates hier. Akkuhalter, Halter jetzt für Akkuschrauber. Dann auch hier so ein kleines Schränkchen, Magnetschalen. Auch hier mit dem Packout-System, aber kannst du auch überall dran machen, wie man es so kennt. Dann hier die Trinkbecher, haben wir euch schon mal gezeigt. Auch hier Packout-kompatibel, aber jetzt als Thermoskannen gibt es in drei Größen. 500 Milliliter, 700 Milliliter und 1 Liter. Was ich noch ganz cool fände, wenn es das nicht nur für Getränke geben würde, sondern auch für Mahlzeiten. Da weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Könnt ihr mal unter das Video schreiben, ob das sinnvoll ist, so ein Schrank da dran, weiß ich nicht. Aber ansonsten, du kriegst echt jede Menge an Zubehör, auch für M12-Akkus. Es gibt ja auch Leute, die drucken sich sowas mit einem 3D-Drucker. Hier heißt es halt vom Hersteller. Werkzeug, na, ich sag mal, das ist so ein bisschen French Cleat 2.0. Ne? Papierrollenhalter finde ich auch gut. Und natürlich kannst du auch kompletten Packout-Koffer hier einfach an die Wand klicken. Diese Tasche ist neu, offen und gibt es auch geschlossen. Gefällt mir gut. Schöner Griff, Trageriemen dran. Wie gesagt, ich habe auch so einen offenen im Einsatz. Finde ich immer praktisch, weil du kannst einfach alles reinmachen. Das ist ja quasi so die Eimer-Variante, aber in schön und in ein bisschen sortierter. Aber es ist nicht zu unflexibel. Du kannst einfach auch mal einen Akkuschrauber da noch mit reinballern. Dann Packout-Trolley, kennt ihr natürlich auch. Hier gibt es jetzt neue Schubladenelemente. Das wiederum finde ich ganz praktisch. Auch mit diesen Fachteilern. Macht einen ordentlichen Eindruck. Wenn es sich gerade klemmt, aber das sind natürlich die ganzen Fachteile. Oder auch hier Rollbrett runter. Dann so ein Schrank quasi. Ja, und auch hier Schubladen in verschiedenen Größen. Oder auch hier mit Werkzeugeinlagen. Weil Milwaukee gibt es jetzt auch so ein bisschen im Handwerkzeugbereich Gas. Habe ich auch schon in Amerika gesehen, dass da unheimlich viel im Angebot ist. Aber gibt es jetzt auch noch ein bisschen mehr. Hier auch nochmal ganz interessant. Nietpistole, habe ich euch schon mal gezeigt, M12, das ist jetzt 18 Volt. Und was bei dem ganzen System hier noch eigentlich interessant ist, dass das ja jetzt hier Thema Werkstatt ist, aber du könntest es natürlich auch in Auto reinbauen, an die Wände einfach diese Baseplates. Und dann bist du echt flexibel, denn das Ganze ist natürlich relativ einfach entriegelbar. Dann kannst du es abnehmen, irgendwo anders hin. Schon schick. Immer ganz interessant, M12, M18 ist natürlich unheimlich viele Geräte. Einige, vielleicht also die meisten kennt ihr ja. Die ist noch relativ neu. M12 Stichsäge, lange überfällig, dass man so ein schickes Gerät hier kommt, weil die alte war drüber, ne, über die Zeit. Heizjacken M12, M12 Beleuchtung, dann hier M18 Schlagschrauber, Akkuschrauber,
Bohrhämmer, noch Schlagschrauber, Winkelschleifer, Bandsägen auch, ein bisschen exotisch. Sawzall, das ist ja eigentlich auch so ein Traditionsgerät bei Milwaukee. Milwaukee hat diese Sawzall ja erfunden, war zumindest den Begriff. Dann hier eigentlich auch ein schönes Gerät, ein Bandschleifer auf Akku. Oder hier ein Hobel. Rohrpressen haben wir auch beim Heizungsprojekt im Einsatz gehabt. Sehr, sehr schön. Dann hier die Kabelscheren. Das Gerät ist neu. Ist hier für Thema Bahnverkehr, hier Schienenverlegung. Was du sonst auch klassischerweise so mit Benzingeräten machst, nämlich die Schwellen festzuschrauben. Und das ist nicht MX-Fuel, sondern M18. Und wie man sieht, relativ schlank vom Gewicht auch. SAK-Kluppen, hier nochmal Akkus, Beleuchtung, Staubsauger in allen Variationen. Hier kleines M12-Gerät, finde ich auch ganz niedlich. Kleine Heckenschere, auch echt handlich. Und Kettensägen, klar, die ist jetzt schon länger im Programm. Dann hier recht neu als Bügelsäge für die Baumpflege. Der Motor dürfte der gleiche sein. Das Ding wird dann entsprechend auch Power haben. Was allerdings bei den Kettensägen demnächst kommt, wird wohl ein Upgrade sein. Ich habe gehört, da sollen Kettensägen kommen, die dann auch mit zwei Akkus arbeiten, also doppelte Spannung. Und gerade mit den Forge-Akkus könnte das richtig interessant sein. Ich denke, wenn wir jetzt hier schon bei 2,2 kW sind, werden wir dann so in den Bereich 3 kW locker hinkommen. So, weiter geht's hier mit MX Fuel. MX Fuel ist ja das große Akkusystem, was mit 72 Volt funktioniert. Und auch da gibt es neue Akkus. Beispielsweise jetzt ein 12 Amperestunden Akku. Auch bei dem MX Akku hat man jetzt diese Tablet-Zellen. Dann gibt es noch hier einen Supercharger. Der sieht auch schon super aus. Super. Sieht man auch hier aktive Kühlung, damit der Akku wirklich relativ schnell voll ist. Im Gegensatz dazu der alte Lader. So, und von nichts kommt nichts. Hier siehst du 1200 Watt und 12 Ampere bei 72 Volt. Also 1,2 kW. Da ist der Akku natürlich relativ schnell wieder voll. Im Vergleich dazu, das alte Gerät, 550 Watt, also nicht mal die Hälfte. Aber wie gesagt, da sieht man natürlich auch die Größe und das geht nur über aktive Kühlung, damit der Akku nicht die Gerätsche macht. Ja, und entsprechend hat man auch so ein paar interessante neue Geräte. Hier zum Beispiel Rohrreinigungsgerät. Hatten wir euch ja neulich auch schon mal kurz gezeigt beim Heizungsbauprojekt. Dann wird auch ein bisschen vibriert hier. Wir haben einmal eine Vibrationsbulle neu und dann die Innenrüttler hier. Ist im Prinzip ja auch so ein Business, was auch die Etablierten so im Baubereich anbieten, mittlerweile auf Akku. Milwaukee hat jetzt hier so ein Gerät auch mit Einheit als Rucksack. Dann der dürfte neu sein, der ist ein bisschen größer. Den großen Hammer habe ich euch schon mal gezeigt in Monaco. Und Kernbohrgerät 350 mm, auch ein ordentlicher Wemser. Und das Teil ist auch neu, eher was für die Installateure. Damit kannst du, soweit ich weiß, Rohre bearbeiten, quasi komplettes Bearbeitungszentrum. Rohre kürzen, entgraten, Gewinde draufdrehen, wie so eine Kluppe. Sieht wild aus, eher exotisch, aber auf jeden Fall massig. So, jetzt sieht man nochmal ein bisschen MX Fuel hier. Zwei Neuheiten, einmal ein Stampfer. Sieht für mich so ein bisschen aus Dynapack-Style. Ich denke mal, das wird Milwaukee auch nicht selber produzieren. Dann Rüttelplatte. Da nochmal eine Besonderheit. Man hat hier nochmal einen extra Griff, der hier nochmal ein bisschen entkoppelt ist für Hand-Arm-Vibrationen. Und man hat ja auch den Vergleich gemacht mit der Wacker Neuson APS 1550. Ist ja auch mit dem Wacker Neuson Akkusystem. Aber die ist nicht reversierbar. Hier hast du tatsächlich vorwärts, rückwärts. Und das hat man hier mal ganz anschaulich gezeigt. Laufzeit ist angegeben mit
bis zu 35 Minuten mit einer Batterieladung. Liegt natürlich daran, ob das jetzt weicher oder harter Untergrund ist. Dann sind hier Flügelglätter, einmal ein Kantenglätter und dann hier vorne für Flächen. Auch die hier mit MX Fuel. Und das ist auch komplette Neuheit. Da Kernbohrgerät 350 mm maximaler Durchmesser. Hier ist nochmal ganz interessant. Und zwar ein System, um den MX Fuel Akku entweder extern zu machen oder auf dem Rücken als Rucksack. Spart hier natürlich in dem Moment direkt mal um die 5 Kilo. Und entsprechend ist dann hier so ein Trennschleifer mal leichter als ein Benziner. Geht natürlich auch hier für den Abbruchhammer oder eben auch fürs Kernbohrgerät. Beziehungsweise das ist ja sowieso stationär. Aber es gibt ja auch das kleinere Kernbohrgerät, auch das würdest du dann entsprechend erleichtern. Und Milwaukee macht ja auch immer ganz gerne Vergleiche hier, gerade mit dem Wettbewerb. Hier haben wir ein Husqvarna Akkugerät und dann das Milwaukee, das neue, sieht auch tatsächlich anders aus. Das ist hier halt die erste Generation gewesen. So sieht es jetzt aus. Ist auch ein bisschen leichter geworden. Das wird mit dem 8 Ampere-Stunden Forge-Akku ausgeliefert. Ist so der beste Kompromiss zwischen Leistung, Ausdauer und Gewicht. Und das Ding zieht ordentlich durch. Hat man hier auch im Vergleich gesehen. Ist deutlich schneller als das Teil von Husqvarna. Müsste man natürlich jetzt nochmal sehen, wie sich die Konkurrenz zum Beispiel von Stihl im Vergleich schlagen würde. So, hier nochmal interessant. Eine Nebelkammer mit dem Supercharger, wo man dann so ein bisschen sehen kann, wie der Kühlluftstrom läuft. Nämlich tatsächlich sieht man, dass das so nach hinten rausgeht, wird unten angesaugt, dann durch den Akku nach hinten raus. Und wenn man jetzt nach dem Laden mal vergessen sollte, das Ding irgendwie reinzuholen und es regnet, dann hat man das hier ganz anschaulich demonstriert. Das Ding kriegt nämlich eine ordentliche Dusche hier. Und auch das soll das Teil aushalten können. Na klar, ist natürlich für die Baustelle, sollte drin sein. So, und es werde Licht, doch siehe da, es brannte nicht, weil es keinen Strom auf der Baustelle gab. Kann dir natürlich jetzt hier nicht passieren, weil M18, MX Fuel oder M12 Beleuchtung für die Baustelle, diesen dicken Wemser habe ich euch schon mal gezeigt in Monaco. Hat mich beeindruckt, MX Fuel geht wirklich komplett elektrisch hier, automatisch fährt das Ding hoch, macht ordentlich Licht. Aber jetzt hat man eine Neuheit im MX Fuel System und zwar diesen Kollegen ist auch ausfahrbar, nicht ganz so hoch, bis auf, würde ich mal sagen, gut 2 Meter. Soll mit einem 12er MX Fuel Akku so 20 Stunden laufen und ist aber tatsächlich sehr kompakt, kannst du also relativ gut handeln. Wiegt natürlich ein bisschen mehr. Hier ist jetzt auch ein Akku drin. Ich kann jetzt hier die Beleuchtung in 3 Stufen regulieren. Auch hier Packout. Und wenn du jetzt hier den Trolley hast, dann kannst du das Ding auch einfach auf der Baustelle rumfahren. Aber den Teleskop hier muss ich selber ausfahren. Und ich habe auch nur hier eine LED-Einheit. Das heißt, ich muss mich entscheiden, wo ich das Licht ausrichte. Wir hatten übrigens dieses ganze Thema Licht ziemlich intensiv bei unserer Baumhaus-Challenge bespielt. Denn da haben wir auch wirklich im Dunkeln gearbeitet, komplett im Wald. Das hat wirklich sehr gut funktioniert. Was ich auch noch ganz schön finde, ist diese Lampe hier, M12-System. Recht flexibel, magnetisch. Kannst dann auch hier schön überall ausrichten. Die gibt es schon länger, allerdings habe ich die noch nicht in der Werkstatt. Aber beim Heizungsumbau hatten wir letztens auch die im Einsatz, hat dann auch noch den Vorteil, die hat ein eingebautes Ladegerät und die hat auch wirklich den ganzen Tag komplett durchgehalten. So, Milwaukee hat hier eine Neuheit, nämlich Rotationslaser, 3 Versionen. Das Ding ist eher für Innenräume in grün. Hier haben wir Kreuzlinie, hier einfach Horizontallaser. Hier haben wir 600 Meter Durchmesser, hier haben wir 1200 Meter Durchmesser. Der ist nur horizontal. Der ist auch horizontal und vertikal und du hast immer diese Fernbedienung dabei. Das heißt, du kannst das Teil im Prinzip auch als One-Man-Show bedienen. Ja, Stative sind natürlich Zubehör, aber
Ja, Milwaukee meint es jetzt ernst so im Baubereich. Das ist übrigens der Empfänger. Was kosten die Dinger? Also das im Set wird bei 3.000 Euro liegen, plus minus. Ich kann jetzt nicht genau den Preis vom Galb sagen. Der hier fängt bei 1.300 an und der grüne liegt dann bei 2.500. Was ist das Argument für den grünen Laser? Sichtbarkeit vom Innenbereich, weil grüne Linie besser sichtbar. Und dann eben auf die Distanz. Rotationslaser immer auf lange Distanz die bessere Lösung, genauer. Hier nochmal ein abgefahrenes Produkt. Und zwar ein Sicherheitswinkelschleifer. Kannst du hier den Zweithandgriff nicht entfernen. Du kannst auch die Schutzhaube nicht entfernen, aber du kannst hier den Griff in verschiedene Richtungen bewegen. Und du musst immer beide Hände hier am Gerät, sonst läuft das nicht. Ist eine Bremse eingebaut, innerhalb von einer Sekunde steht das Teil. Weiß nicht, was meint ihr dazu? Taucht das was? Macht das Sinn? Soll halt Unfälle vermeiden, ne? Und relativ vibrationsarm, was man hier so gezeigt hat, dass bei dem Gerät vibriert es ein bisschen. Hier war Ruhe im Karton. Mädels, Akkuratschen M12 finde ich ja schön. Hier haben wir jetzt so eine Durchgangsratsche mit Akku. Und der Gregor, der ist jetzt so lieb und zeigt uns das mal. So, und die setzt jetzt einfach auf und dann gib ihm. Und tatsächlich haben wir hier auch relativ viel IBAN im Ärmel. Die ist nämlich angegeben mit 81 Newtonmeter. Das sind ja keine Drehschlagschrauber in dem Sinne. Gibt es ja ähnlich auch, diesen Winkelschlagschrauber. Aber mittlerweile ist das Programm ja so ein bisschen angewachsen. Da ist für jeden was dabei. Aber das finde ich schon sehr schön. Und die Kollegen haben mir gesagt, wenn du das Teil hier orderst, kriegst du die Durchstecknüsse hier mit im Lieferumfang. So, warum haben wir hier einen Motor? Weil der Motor hat wahrscheinlich wohl ein Problem. Wir haben jetzt hier eine neue Endoskopkamera. Erstmal ist der Kopf sehr schmal, 5 mm. Und du hast ja immer das Ding, wenn du jetzt in den Brennraum beispielsweise willst, Zylinderwände angucken, dann kannst du natürlich mit der Frontkamera nicht viel reißen. Hier sind zwei Kameras, die kannst du dann umschalten auf die Seitenkamera. So, jetzt haben wir die Seitenkamera, jetzt ist wieder die Front und jeweils auch mit Beleuchtung zur Seite oder nach vorne. Das Ganze auch mit M12. Kostenpunkt habe ich mir sagen lassen, so um die 400 Euro finde ich fair. So, hier haben wir noch ein smartes Werkzeug und zwar so eine Federringzange. Habe ich so noch nicht gesehen. Die kannst du nämlich verstellen auf verschiedene Größen, damit du mit einer Zange verschiedene Federringe bearbeiten kannst. Im Gegensatz zu konventionellen, wo du dann entsprechend für jede Zange eigentlich ja auch eine eigene Federringzange hast. Das Ganze soll es als Set geben mit so einem Wandhalter, der auch magnetisch ist. Gucken wir uns vielleicht demnächst nochmal an, das smarte Werkzeuge. Das Teil ist übrigens ja schon ein bisschen älter. Milwaukee macht ja mittlerweile auch so Werkstattwagen. Und das Teil habe ich euch auch schon mal gezeigt, kommt eher so aus dem amerikanischen Raum, glaube ich. Könnte ich mir aber sehr gut bei mir noch in der Garage vorstellen. Haben es besser als brauchen. Da hast du auf jeden Fall ein bisschen Platz. So, da schau mal her. Milwaukee gibt es jetzt auch als Schuh. Arbeitssicherheitsschuh. Die gibt es in zwei Variationen. Die Flex-Version mit so einer Verbundmaterialschutzkappe. Durchtritts- oder Durchstichsohle. Und das Ganze nochmal als Armor-Version. Dann mit Stahlkappe. Sind dann von der Sohle wahrscheinlich nicht so flexibel. Gibt es verschiedene Versionen. Ja, und diese Flex-Variante ist S3 Standard, die ist S7. Finde ich interessant, macht ja so ein bisschen Sinn, weil Milwaukee auch im anderen Bereich PSA-Klamotten schon relativ weit ist. Und dann wäre das natürlich eine Ergänzung, ne? Aber gibt ja noch Elton, gibt Atlas, gibt Hikes. Von daher bin ich gespannt, ob Milwaukee sich mit diesen Kollegen hier am Markt etablieren kann. So, hier neuer Bohrhammer. Sieht auf den ersten Blick ein bisschen merkwürdig aus, weil du hast hier gar keinen Zweithandgriff. Das Ding ist hier echt relativ nackig. Dafür hast du aber hier einen Griff, den du aber auf beide Seiten montieren kannst. Das Teil ist rein für Überkopfanwendung gedacht, wo du dann hier wenig Platz hast, wenn du hier zwischen die Rohre beispielsweise Anker setzen willst oder so. Und weiterer Clou ist, dass du hier eine integrierte Staubabsaugung hast. Also du hast jetzt hier nicht mehr so ein Add-on,
sondern das ist komplett integriert. Hier ist dann die Staubkassette, die kannst du dann mit dem Staubsauger einfach aussaugen, entleeren. Aber man hat mir auch gesagt, dass die Staubsaugung nicht optimiert ist für diese Einsätze, sondern wirklich so über Kopf. Und wiegt komplett mit Akku 3,3 Kilo. Was natürlich gerade im Überkopfeinsatz, wenn du mehrere Bohrungen machst, sich wirklich auch bemerkbar macht. Aber finde ich interessant. Was meint ihr? Taugt das was? Dann gibt es hier neue Winkelschleifer. Sollen 30% mehr Power haben als zum Beispiel das Gerät. Was man hier unter anderem auch mit den Forge-Akkus erreicht. Aber man sagt, selbst ohne Forge-Akku hätte das Gerät noch 20% mehr Dampf als der Kollege von Bosch. Die Frage ist natürlich, der von Bosch hat jetzt keinen ProCore Plus Akku. Das müsste man eigentlich nochmal gegentesten. Was aber auffällt, dass das Gerät wirklich hier sehr schön schlank ist. So im Vergleich sind die Geräte ähnlich schlank hier am Griff. Der Motor wirkt aber bei Milwaukee ein bisschen dicker, auch hier das Getriebe. Aber wir könnten hier mal vielleicht im Einsatz zeigen, wer dann wirklich jetzt mehr Iwan im Ärmel hat unter realen Praxisbedingungen. Milwaukee sagt aber, sie kriegen hier 1800 Watt raus, während Bosch so mit 1500 Watt angegeben ist. Aber hier in der Demo haben wir da den Forge-Akku und hier den normalen ProCore, nicht den ProCore Plus. Und in der Demo hat man wirklich auch gehört, dass das Gerät in die Knie ging. Aber wir werden diesen Test demnächst nochmal nachstellen, sobald wir die Geräte kriegen. Soll es übrigens auch in der 180er-Version geben. So, Freunde, das war mein kleiner Rundgang hier. Hinter mir wird schon abgebaut. Heute hatten wir wirklich in kürzer Zeit maximalen Output, maximalen Input. Ich brauche erstmal eine Pause. Ne? In diesem Sinne, schreibt mir mal das Video, was ihr so von den Neuheiten haltet. Was wollt ihr vielleicht von den ganzen Sachen bei uns mal in der Werkstatt sehen? Was sollen wir testen? Ne? Wie immer. Und das Video haut rein in die Tasten. Tschüss und bis dann.